Und ich glaube, neben dem, dass der Schmerz natürlich eine ganz grandiose Rolle spielt, spielt auch die Anstrengung dahinter, also dieses wirklich auch auf körperlicher Ebene erschöpft sein, wenn man einen Schmerz oder ein Gefühl nicht wegdrückt, sondern wirklich durchlebt. Also das ist Knochenarbeit. Meine liebe Ina, ich grüße Hi dich. Alex, grüß dich zurück. Ich habe überlegt gehabt, seit wann wir uns kennen. Es ist ein bisschen verrückt, das so in Erinnerung zu holen, weil wir kennen uns erst seit Oktober letzten Jahres. Und ein gemeinsamer Freund hat uns damals zusammengeführt und empfohlen, dass wir uns mal austauschen. Und das hat dann zu dieser wunderschönen ersten Begegnung geführt, über die wir sicher nachher auch sprechen werden. Aber wenn wir jetzt mal kurz schauen, wo du dich aktuell befindest, dann weiß ich, dass du immer noch in Nepal bist, mittlerweile in Pokhara, nicht mehr im Dschungel, zwar immer noch im Lockdown, aber ich glaube nicht mehr in der Dschungelhütte wie davor. Und Genau. du bist auch erst vor ein paar Monaten dort gelandet. Es sind ein paar Monate schon her, ne? Wochen, Monate? Ja, fast drei 3 Monate Monate bin schon. ich jetzt in Nepal. Zeit rast. Du bist auf 3 Monate, vor 3 Monaten hast du im Prinzip alles hinter dir gelassen, warst so weit zu sagen, deinen Job aufzugeben, hast ihn gekündigt, deine Wohnung hast du ebenfalls aufgegeben, einen Rucksack oder 2 Rucksäcke gepackt und hast dann alles Hab und Gut mehr oder weniger verkauft oder verschenkt und bist dann losgezogen mit Nepal als erstem Reiseziel, um danach weiter auf Weltreise zu gehen. Und jetzt steckst du in Nepal derzeit. Und Genau. wenn man auf deinem Reiseblog nachliest und folgt, dann steht da mitunter als Überschrift The Journey to Myself. Und das ist natürlich sehr passend für dieses Gespräch hier zwischen uns. Und ich hatte selbst 2018 mein Sabbatical-Jahr, bin selber auf Weltreise, habe ähnlich das Ganze skizziert wie bei dir, habe auch mehr oder weniger alles aufgegeben, hinter mich geschmissen und bin dann ins kalte Wasser einmal rein und kann jetzt im Nachhinein sagen, es war die beste Entscheidung ever. So viel ist passiert, es war ein wilder Ritt, aber es hat so viel in Bewegung gebracht und es war unglaublich gut, das zu tun. Und das bringt natürlich die Frage sehr nahe, wie bist du dazu gekommen? Warum jetzt oder warum vor 3 Monaten? Warum Nepal und warum vor allem die Journey to Yourself? Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein darf und dass wir uns hier so wunderbar austauschen können. Ja, warum bin ich jetzt in Nepal? Zum einen, also der Hauptgrund ist eigentlich der, dass ich mich in meinem alten Leben einfach nicht mehr gefunden habe. Bin jeden Tag ins Office gelaufen und also es hat eigentlich schon wirklich angefangen im Frühjahr 2020. Da bin ich jeden Tag ins Office gelaufen, immer dieselben Gesichter, immer denselben Weg, immer in der Früh hin, abends wieder zurück. Der ganze Lebensinhalt hat sich eigentlich im Office abgespielt, mit einer Tätigkeit, die für mich einfach keinerlei Mehrwert gestiftet hat. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, ist das alles? Soll das wirklich alles sein? Und zusätzlich habe ich einfach innerlich auch immer so einen Druck verspürt, dass irgendwas einfach nicht stimmt, nicht passt. Pain, keine Ahnung. Ich war einfach nie so befreit glücklich, würde ich das jetzt einfach mal nennen. Und zusätzlich komme ich halt auch noch, sagen wir mal, von einer etwas dunkleren Ecke, was auch meine Vergangenheit angeht, her. Und da sind halt auch noch einige Dinge einfach im Argen. Und dann, die mich auch zurückgehalten haben. Und wie du ja eingangs schon erwähnt hast, hab ich dann jemanden kennengelernt. Unser gemeinsamer Freund hat mir dann auch so diverse Dinge erzählt, wie eben auch von psychedelischen Reisen und hat mir dann auch von dir erzählt. Dann bin ich sozusagen bei dir gelandet. Und dann haben wir uns kennengelernt, erstmal nur virtuell. Da war ich noch so ein bisschen, sagen wir mal, skeptisch, was denn da so eventuell auf mich zukommen könnte. Und das hast du aber relativ schnell aufgefangen mit deiner Art einfach. Und dann habe eher auch ich mich für eine psychedelische Reise entschieden. Und das war eben letztes Jahr im Oktober, wo wir uns dann auch live kennengelernt haben. Und das war im wahrsten Sinne des Wortes mein Door-Opener. Also wirklich dieser Schubs zur Tür raus, dass ich sage, ich entledige mich meiner mich zurückhaltenden und behindernden Ängste
und schaue jetzt mal wirklich mir die Welt an und vor allem nicht nur die äußere, sondern auch meine innere, um herauszufinden, wer ich eigentlich bin, aber auch vor allem, wer ich sein möchte künftig. Und ja, dann bin ich ungefähr 3 Tage nach der Session aufgewacht mit einfach diesem Plan im Kopf, wo auch immer der herkam. Ich schmeiß alles hin, ich kündige meinen Job, ich kündige meine Wohnung, ich schmeiß alle landläufigen Versicherungen hinter mich und fange in Nepal an. Und warum Nepal? Weil ich witzigerweise, wie das Universum immer so wieder so schön einfädelt, im September den Garrett kennengelernt habe, der Klangschalenmusiker ist. Bis dato wusste ich auch nicht, dass das ein Beruf ist, aber ist so. Und war in Zürich bei ihm auf einer Klangschalenmeditation und da hat er mir von seinem Retreat im Himalaya erzählt, das im April 2021 wieder stattfindet. Und dann hat in mir drin etwas Klick gemacht, hat diese 2 Themen zusammengefügt und hat gesagt, okay, Weltreise, Nepal, Start, Singing Bowl Retreat, yeah, Chaka, mach. So ungefähr war das. So geil, wie das immer so spielt. Und jetzt hast du aber bei oder vor unserem ersten Treffen, vielleicht, weiß ich nicht, das wäre spannend zu wissen, eine gewisse Vorstellung von der Zusammenarbeit, wie läuft so ein Trip ab? Du hast von unserem Bekannten gesagt bekommen, mach mal, irgendwas in dir hat gesagt, fühlt sich gut an, ich möchte das tun. Jetzt ist es auch nicht so, als ob du eine Novizin bist, was das Thema Heilungsarbeit und Therapie angeht. Du warst, ich glaube, 14 Jahre davor schon bereits selbst in Therapie, hast so viel schon angeschaut, durchgemacht, erlebt, versucht, diverseste alternative Heilmethoden ausprobiert. Also die Liste war so lang, dass ich glaube, geglaubt habe, da gab es auch nicht mehr arg viel außer einer psychedelischen Reise, was noch nicht probiert wurde. Und dann gab es einfach diesen Impuls, das zu tun. Und vielleicht möchtest du mal, an was du dich noch erinnerst, vielleicht aus deiner Sicht schildern mit deinen eigenen Worten, wie der Trip ablief, wie so ein bisschen mit deiner unschönen Vorgeschichte einhergehend. Da gibt es auch spezifische Themen, was jetzt die Männerthemen angeht. Gerade das Thema Sicherheit und Vertrauen, auch in die Begleitperson. In dem Fall war das dann ich, was ein super wichtiger Aspekt ist, wenn wir auf das Set und Setting achten, war dann relevant. In dem Fall super wichtig. Wir kannten uns ja davor überhaupt nicht und irgendwie vielleicht mal aus deiner Sicht geschildert, wie das ablief, was ist passiert und wieso gab es dann 3 Tage später die Botschaft, mach mal, hau mal ab. Ja, gerne. Also zum einen, warum diese Reise? Ja, eigentlich genau, hast du schon super zusammengefasst, weil ich eigentlich alles andere schon ausprobiert hatte und trotzdem eigentlich noch nicht am erwünschten Ziel war, sagen wir es mal so. Und auch weil das, was mir unser Freund erzählt hat, wie das abläuft oder wie das in seinem Fall abgelaufen ist, weil das muss man auch sagen, jede Reise ist da sehr, sehr individuell und überhaupt nicht vergleichbar mit einer anderen. Aber das, was er mir erzählt hat, fand ich halt unglaublich spannend, weil er es im Grunde so geschildert hat, dass das, was du weißt, ins System wandert. Also das, was du alles so theoretisch schön zusammengetragen hast und alles, was du dir erarbeitet hast, ist alles wunderschön. In der Theorie hilft dir das aber gar nichts, wenn es in der Praxis nicht bei mir ankommt. Und das habe ich auch als Casus Knactus bei mir gesehen. Ich habe so viele wunderbare theoretische Puzzlesteinchen zusammengetragen, aber ich war nicht in der Lage, dieses Puzzle zusammenzusetzen. Also ich habe das Bild einfach nach wie vor nicht gesehen. Und ich habe einfach, weil ich auch ein gnadenlos neugieriger Mensch bin, das gehört vielleicht auch noch dazu, habe mir gedacht, ja, probieren das doch mal aus, vielleicht hilft mir das, etwas zu sehen, was ich jetzt in der Position und von der Perspektive, auf die ich auf diese Puzzlescheine schaue, einfach nicht auf die Reihe bekomme. Genau. Ja, und eben, ich bin neugierig, ich bin mutig und ich probiere gerne neue Dinge aus. Und was man auch noch dazu sagen müsste in diesem Fall, ich war schon immer interessiert, was Substanzen angeht. Ich habe mich nur davor gescheut, das auszuprobieren, weil ich hier suchtgefährdet bin. Also ich hatte schon mit dem Alkohol diverse Probleme. Und aufgrund eben dieser etwas düsteren Vergangenheit war eigentlich mein Thema immer, ich habe Substanzen wie jetzt in dem Fall halt Alkohol instrumentalisiert oder böse gesagt eigentlich missbraucht, um mich zu betäuben.
Und da ich dann da schon so ins Struggeln geraten bin, dann hatte ich, wenn ich dann, habe ich mir so im Kopf gedacht, wenn ich jetzt auch noch das mit Drogen probieren werde, dann stürze ich vielleicht vollends ab oder bleib irgendwie drauf hängen. Nicht, weil Substanzen irgendwie in irgendeiner Form Teufelswerkzeug sind, sondern weil ich sie einfach falsch verwendet hätte in diesem Fall. Und weil es mir wahrscheinlich so gut gefallen hätte, nicht mehr in dem Sinne, das alles denken zu müssen, was da in meinem Kopf abgeht, dass ich wahrscheinlich dann jedes Wochenende irgendwas eingeworfen hätte. Und deshalb habe ich das da dann nicht so gemacht. Und witzigerweise muss ich tatsächlich sagen, dass alle Vorstellungen, die ich je zur Einnahme von Substanzen hatte, überhaupt nichts mit der Erfahrung zu tun hatten, die ich dann da bei dir gemacht habe. Gar nicht. Von daher mega spannend, wirklich. Also ich habe aber auch versucht, in dieses ganze Thema mit möglichst wenig Erwartungen reinzugehen, weil Erwartungen einfach enttäuscht werden können. Und auch da ich nur so, sagen wir mal, so mediengemachte, irgendwie verklärte, verzerrte Vorstellungen hatte, wollte ich genau die komplett außen vor lassen und einfach mal neugierig wie ein Neugeborenes an die Sache rangehen und schauen, was da passiert. Das Genau. hast du auch, ich glaube, super gemacht. Wir hatten ja davor gesprochen und die Vorbereitungsunterlagen, die du dann empirisch bearbeitet hast im INA-Style. es gab auch einmal eine Verschiebung. Wir mussten uns einmal vertagen, unser Treffen, und dann ein paar Monate oder Wochen später stattfinden lassen. Aber du hast dich super intensiv mit den Themen auseinandergesetzt. Und wenn ich dann immer diese Unterlagen anschaue, dann sehe ich natürlich, ob jemand sich schon mit sich beschäftigt hat und wenn ja, in welcher Tiefe. Und bei dir war klar, okay, da ist schon eine Menge, Menge, Menge passiert. Und jetzt nach so vielen begleiteten Reisen kann ich auch sagen, da ist eine starke Korrelation vorhanden zwischen wie stark hat sich eine Person mit sich schon davor beschäftigt und wie tief geht die Reise oder kann die Reise potenziell gehen? Und ich benutze auch immer gern dieses Bild von dem Puzzle. Und ich glaube, dazu hatten wir auch gesprochen, du hast es gerade auch schon erwähnt. Je mehr von diesen Puzzlestücken man schon vorab für sich zusammengesucht hat und jedes Puzzlestück bedeutet ein kleiner Aspekt aus dem eigenen Leben, das ich verstanden habe oder tiefer gehen konnte, je mehr davon schon zusammengekarrt wurden und voreingelegt, desto mehr und höher die Wahrscheinlichkeit, dass nachher das Bild es sich ergibt, wenn sich der Trip formt, vollständiger wird. Und in deinem Fall war mir schon vorab klar, unabhängig davon, wie der Outcome wird, der konkrete Outcome von dem Trip, dass bei dir eine Menge passieren wird, weil einfach schon so viel davor los war bei dir. Und mein Empfinden war, das größte Problem und die größte Schwierigkeit wird sein, wie bei den allermeisten, aber ganz speziell in deinem Fall, aus dem Kopf zu kommen, in den Körper rein und das Loslassen zu schaffen. Deswegen haben wir da auch ganz viel dazu gesprochen vorab, bevor es dann in die Reise ging. Und ein wichtiger Aspekt von der Begleitung in meinem Fall, in meiner Person, ist auch dieses Gefühl von Sicherheit und Zuversicht dem Reisenden mitzugeben. Ganz, ganz wichtig, dass die Person sich dann fallen lassen kann und wirklich entspannen kann. Und ich erinnere mich noch, dass ich, und dann würde ich das Mikro wieder an dich geben, so aus deiner Sicht die Beschreibung vom Trip. Ich erinnere mich noch an eine Szene, weil ich dann normal den Leuten empfehle, legt euch gerne hin aufs Bett oder auf die Couch, macht es euch bequem. Und dein erster Impuls und deine Aussage war, ich möchte mich nicht hinlegen, ich möchte sitzen. Weil wenn ich liege, dann habe ich die Gefahr oder die Angst, die Befürchtung, dass ich gefangen bin und ich kann nicht abhauen, wenn Gefahr kommt und Gefahr bedeutet. Und das war spannend. Das war das erste Mal, dass ich das gehört hatte. Dann war okay, interessant. Dann haben wir im Sitzen begonnen und irgendwann hast du dich dann in eine Liegeposition manövriert. Aber vielleicht möchtest du mal erzählen, wie es dann ablief. Ja, tatsächlich war das auch so. Ich hatte wirklich Angst, weil ich wusste ja, wie gesagt, nicht, was auf mich zukommt. Und das, was dann tatsächlich da Kernthema war, mit dem hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war eher so voll darauf eingestellt, okay, jetzt raste ich mal richtig aus. Packe ich mal alles an Wut und Zorn und Hass und Aggressionen, was ich so in mir drin habe, aufs Tablett. Und aus diesem Grund halt heraus wollte ich unbedingt sitzen, weil dann kann ich mich wehren. Da kurz vielleicht das Spiel, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, Sicherheit, Kontrolle, eben auch du als männliche Begleitperson, das ist für mich natürlich ganz klar ein Thema. Ja, ich komme aus einer
aus einer Vergangenheit heraus, die viel von psychischer, aber auch von physischer Gewalt geprägt war, vornehmlich von Männern ausgeführt. Somit habe ich angefangen, gewisse Verteidigungs- oder erstmal eigentlich Defensivmuster, aber dann auch Verteidigungs- und Angriffsmuster zu entwickeln, um überhaupt überleben zu können. Deshalb, ich bin diesen Mustern auch dankbar, weil die haben mich da hingebracht, wo ich jetzt hier, ja, wo ich jetzt bin. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr vor dir sitzen. Aber jetzt halt im Nachgang als erwachsener Mensch, wo ich nicht mehr direkt bedroht bin, was ich aber früher war, sind die natürlich jetzt für mich zum gnadenlosen Nachteil. Sie sperren mich in mir drin ein. Und warum ich gedacht habe, dass ich vollkommen ausrasten werde, ist eigentlich der Punkt, dass ich meinen Zorn über Emotionen wie Angst und Trauer gelegt habe, weil ich relativ früh in der Kindheit habe feststellen und lernen müssen, dass wenn ich ängstlich bin oder traurig bin, ich eigentlich paralysiert bin. Das heißt, ich bin gelähmt, ich bin nicht verteidigungs- und nicht angriffsfähig. Und mit Wut war ich immer in der Lage, irgendeiner Form von Aktion ausüben zu können, was ich halt in einem traurig gelähmten, in der Ecke sitzenden Zustand nicht konnte. Ja, aber wie man halt so sagt oder wie du das mir auch mitgeteilt hast, es kommt nicht das, was man denkt oder will, sondern das, was man braucht. Also war Angst das Hauptthema meiner Reise. Dazu gleich mehr. Denn du hast mir den Raum aufgemacht, als auch vor allem männliche Begleitperson, in der ich mich habe fallen lassen können, weil du eine unheimlich warme, offene Art hast. Das habe ich dir, glaube ich, auch schon ganz am Anfang gesagt, dass du strahlst wie eine Sonne. Und zwar so von innen heraus. Und das wiederum hat mir, sagen wir mal, den Halt gegeben, dass ich dann irgendwann auch meine Waffen habe strecken können und mich dann auch mal wirklich in diesen Trip reinfließen habe lassen, würde ich das jetzt fast bezeichnen. Witzigerweise war dein Kernthema oder dein Slogan, den ich mir jetzt dann wahrscheinlich auch irgendwann mal tätowieren lassen muss, also als Spickzettel, Trust and Surrender. Ich glaube, ich habe keinen Satz von dir öfters gehört als Trust and Surrender. Und extrem spannend war, dass auch meine Intention, mit der ich in die Reise rein bin, sich auch während der Reise genau in dieses Motto verkehrt hat. Also ich bin eigentlich rein mit der Intention, dass ich die Freiheit für mich gewinnen möchte, meine eigenen Wege zu wählen. Eben nicht mehr von Ängsten oder Trauer oder was auch immer, also irgendwelchen Mustern, zu irgendwelchen Entscheidungen gezwungen zu sein. Dass ich irgendetwas nicht mache, weil ich Befürchtungen habe beispielsweise. Und in dem Trip selber hat sich es dann in Trust and Surrender verkehrt. War einer der ersten Höllentäler, die ich hatte, war zu verstehen im Nachgang, dass ich eigentlich schon längst frei bin. Dass das meine Entscheidung ist, dass das nichts mit meiner Vergangenheit zu tun hat. Nichts mit dem, was man mir angetan hat, sondern ganz allein meine Sache, ob ich dran festhalten möchte oder nicht. Klingt jetzt einfacher, als es ist. Natürlich ist Loslassen, das ist so immer so ein wunderschönes Wort und es klingt einfach so, als könnte man das auf Knopfdruck. Ich glaube, wir beide wissen, dass das nicht so einfach funktioniert. Aber ja, ist tatsächlich, so wie du es auch schon gesagt hast, mein Kernthema, Loslassen. Das heißt, genau. Du hast gesagt, Zorn und Wut waren deine primär, sag mal, Reaktionsemotionen und ich weiß auch noch, du bist angekommen, wir haben uns getroffen und ich habe es dir, glaube ich, direkt nach der Reise, einen Tag oder zwei Tage später, als wir gesprochen hatten, direkt gesagt, eines der Dinge, das sich verändert hat, direkt danach merklich, war deine Stimme und deine Klangfarbe. Deine ganze Körperhaltung hat sich tatsächlich verändert und es ist sehr viel mehr Weiblichkeit und Femininität, würde ich es mal nennen. Bezug mehr zu deinem Körper und zu dieser weiblichen Seite von dir, vielleicht, so kann man es auch ausdrücken, hat mehr und mehr stattgefunden und es ist sehr viel weicher und weniger angriffssuchend gewesen. Das heißt, er ist direkt danach
wenn man so will, eine Transformation passiert, auch auf dem körperlichen Level, das man einfach nicht übersehen konnte. Wie gesagt, die Sprachnachrichten von dir davor und danach, das hört sich an, als ob das zwei unterschiedliche Frauen sind, die da sprechen. Das ist echt auch super, super spannend, auch für mich zu sehen. Und jetzt ist bei dir so, dass Zorn eine deiner Primäremotionen war, mit denen du, wie du es gerade richtig beschrieben hast, die Möglichkeit hattest, trotzdem noch in einem Aktionsmodus zu bleiben, wenn Gefahr drohte, trotzdem noch zu sagen, nicht mit mir, ich schieße dagegen, ich renne weg, ich habe die Möglichkeit zu fliehen. Fight or flight, du hast dich also für den Fight grundsätzlich dann entschieden, oder auch für die Flucht, aber zumindest in der aktivierenden Energie. Bei mir ist es sehr oft, und ich merke das bei mir auch sehr oft in psychedelischen Erfahrungen und auch wenn ich tiefe Meditation und anderen tranceähnlichen Zuständen bin, dass bei mir sehr viel Traurigkeit hochkommt. Und bei mir war es eher der Zugang zu Trauer, und es ist eher eine lähmende Emotion. Wie du es richtig gesagt hast, es ist eher ein, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr. Es ist so ein typisches Opferdasein. Ja, man möchte sich einfach im Bett verkriechen und einfach nichts mehr mit der Welt zu tun haben und einfach so ein Rückzug. Und bei dir war es eher ein Angriff. Aber es ist letztendlich egal, in welcher Form wir fallen von Abwehrmechanismus. Grundsätzlich dienen die uns allen mit dem einen Ziel hin, und zwar die darunterliegenden Schmerz nicht zu fühlen, der unter diesen ganzen Emotionen irgendwo schlummert. Und bei dir gab es auch eine gehörige Menge an Schmerz. Jetzt hast du gesagt, dein erstes Höllental im Trip war die Angst und dich mit der Angst auseinanderzusetzen. Weißt du noch, wie das sich dargestellt hat? Es war deine erste psychedelische Reise. Wie kann man sich das vorstellen? Wie war das bei dir? Also tatsächlich hat mir meine Seele, bevor es richtig losging, erstmal ordentlich Erholung von meinem Leben gegönnt. So würde ich das formulieren, weil die ersten, für mich gefühlt, keine Ahnung, 3 Wochen habe ich erstmal in innerem Frieden verbracht. Also ich habe das erste Mal in meinem Leben fühlen dürfen, was Frieden ist, was Frieden bedeutet, wie sich Frieden anfühlt. Es war eine absolut phänomenale Erfahrung. Das war, als würde ich in mich hineinsinken und als würde ich in einem warmen Wolkenmeer floaten. Also wer schon mal floaten war, der weiß, wie angenehm das ist, weil man keinen einzigen Muskel anstrengen muss, weil er einen das Wasser trägt. Mit dem Unterschied halt, dass in meinem Fall, es hat sich halt nicht nass angefühlt, sondern weich wie Watte. Und das war phänomenal. Das war wunderschön. Für 3 Wochen auch noch. Das klingt ziemlich geil. Ja. Das ist, und tatsächlich, es war auch ganz dunkel, weil sagen wir mal, die Person, mit denen ich mich vorher ausgetauscht habe und auch mit dir, haben gesagt, dass es ganz oft auch so ist, dass man wie in einem Fernsehsessel von einer riesen Kinoleinwand sitzt und sich da so seinen eigenen Film reinzieht. Ja, bei mir war das nicht so. Also meine Seele kennt mein Ego, glaube ich, sehr gut. Mhm. Und hat gesagt, boah, wenn ich dem Ego jetzt auch noch Bilder zeige, dann hängt es sich wahrscheinlich wieder an so kleinen Details irgendwo hinten links im Eck auf, statt sich mal wirklich anzugucken, worum es da geht. Mhm. Das heißt, in meinem Fall, ich habe keinerlei Bilder gesehen. Es war komplett embodied. Also ich war wirklich nur im Fühlen. Auch später, wo es dann richtig abging, keinerlei Bilder, nur im Gefühl. Aber eben erstmal in reiner, friedlicher Schwärze. Oh, das war phänomenal, ja. Mhm. Da würde ich gern manchmal wieder zurückkehren. Möglichkeiten bestehen, ja. Definitiv. It's the plan. Vielleicht dazu noch ganz kurz, bevor du mehr auf das Gefühl eingehst und das Fühlen an sich. Ich habe das sehr oft jetzt gesehen, und zwar wir grundsätzlich als Menschen dienen, oder Tendenz ist sehr naheliegend, dass wir sehr, sehr stark verkopft sind, vor allem hier im Westen. Wir hier als deutsches Kollektiv sind, glaube ich, da nochmal spezieller. Und grundsätzlich bist du da nicht alleine. Und ich sehe das sehr oft bei Menschen, die zu mir kommen und typisch analytisch unterwegs sind und sehr strukturiert und vorwärtsgetrieben und haben ganz viele Pläne und haben schon alles durch und durch analysiert und haben schon zig Therapien und alles schon verstanden. Dann ist schon fast von mir so die innere Haltung ist schon fast so, sind wir mal gespannt, aber höchstwahrscheinlich kommt die Lektion des Fühlens heute dran. Und es ist sehr oft schon passiert, dass dann die Menschen keinen Film sehen, nichts Buntes. Es geht tatsächlich nur um den Körper und die Lektion des richtigen Fühlens ist dann dran. Und
Jetzt ist es nicht weniger imposant, wenn man das vielleicht zum ersten Mal erlebt, so wirklich merklich. Was heißt das überhaupt? Jetzt andere Menschen, die kein Problem haben mit dem Fühlen, können damit vielleicht nicht relaten, aber sehr viele andere wahrscheinlich schon. Wie muss man sich das vorstellen? Wie fühlt sich richtiges Fühlen an, wenn das davor anscheinend ja anders war? Tatsächlich ist Fühlen zu beschreiben, was ja wieder Worte und im Kopf sind, relativ schwierig, muss ich sagen. Das wenn, dann kriegst du es durch. Stelle ich immer mehr fest. Was glaube ich, für mich so elementar ist, dass ich vorher immer eine Art Theorie des Gefühls hatte. Also wenn zum Beispiel, ich hatte die Vorstellung, wie es ist, ängstlich zu sein. Das heißt, was weiß ich, habe ein bisschen Puls, mir ist vielleicht ein bisschen mit warm und kalt irgendwie gleichzeitig und ich habe vielleicht ein bisschen zittrige Beinchen oder sowas. So habe ich mir das irgendwie vorgestellt. Okay, schön in der Theorie, in der Praxis leicht unterschiedlich. Denn der Hauptunterschied für mich war zwischen dieser Vorstellung und der Realität, wie sich es dann auch tatsächlich angefühlt hat. Es ergreift von einem Besitz. Das Gefühl ist vom kleinen Zeh bis zur letzten Haarspitze. Du bist in dem Moment das Gefühl. Es ist nicht irgendwie einfach nur verortet irgendwo im Kopf, sondern der ganze Körper, aber nicht nur der Körper, auch der Verstand, alles reagiert drauf. Also da ist, glaube ich, in dem reinen Fühlen merkt man das erste Mal wirklich Einheit aus Körper, Geist und Seele. So ist es für mich dieser grandiose Unterschied gewesen. Denn wie du ja vorhin auch schon mal angesprochen hast, oder ich selber auch schon angesprochen habe, Angst, Höllentäler. Das heißt, meine allererste Lektion nach meinem super Wolken-Floating-Bad war, mir zu erklären oder mir überhaupt mal zu zeigen, mich fühlen zu lassen, was denn Angst überhaupt ist. Und zwar nicht mit irgendeinem Adressat, zum Beispiel ich habe Angst vor Spinnen oder was auch immer, sondern das reine, pure Gefühl, die Grundemotion, ohne auf irgendwas gerichtet zu sein. Und das war im wahrsten Sinne des Wortes eine ausgewachsene Panikattacke. Und zwar mit allen Stadien, die man sich vorstellen kann. Also auch die Ausläufer, weil Angst ist ja nicht nur gleich, wow, du hast die Mörder-Panikattacke, sondern es gibt ja auch in ganz subtilen, leichten Ausprägungen wie Nervosität ist auch eine Form der Angst beispielsweise. Und so hat sich das aufgebaut. Also ich habe erst Nervosität gespürt, Herzklopfen, Herzrasen. Dann ist mir warm geworden, dann ist mir kalt geworden, dann hat mein Körper angefangen zu zittern, dann haben die Beine ausgeschlagen, dann ist mir ein Hals zugegangen, dann habe ich Druck im Kopf gehabt und dann habe ich Zähneklappern bekommen. Also alles, jeder Körperteil hat da mitgespielt. Mhm. Dementsprechend habe ich mich irgendwann auch gefühlt, wie als hätte ich keine Ahnung, was für eine dreistündige Fitness-Session hinter mir. Das sage ich auch mal irgendwann im Recording. Genau. Muss ich ziemlich lachen, als ich das im Nachgang gehört habe. Scheint ziemlich anstrengend gewesen zu sein. Aber genau das ist es eigentlich. Fühlen ist anstrengend. Und ich glaube, deshalb vermeiden wir das so sehr. Weil nur eine theoretische Vorstellung davon zu haben und da wirklich durchzumüssen, das sind zwei komplett verschiedene Paar Stiefel. Und ich glaube, neben dem, dass der Schmerz natürlich eine ganz grandiose Rolle spielt, spielt auch die Anstrengung dahinter. Also dieses wirklich auch auf körperlicher Ebene erschöpft sein, wenn man einen Schmerz oder ein Gefühl nicht wegdrückt, sondern wirklich durchlebt. Das ist Knochenarbeit. Und diese Zeit und auch diese Liebe zu uns selbst und zu unseren Gefühlen, die gönnen wir uns in unserem täglichen Leben nicht mehr. Vor allem wir Deutschen, die sehr auf Wachstum, Fortschritt und so weiter gepolt sind, da haben wir echte Schwierigkeiten mit. Und dann war ich ganz große Vorreiterin auf dem Gebiet, muss ich mal sagen. Ja. Nicht nur du, wie gesagt. Und das ist leider genau so, wie du es gerade beschreibst. Und in deinem Fall jetzt ganz speziell mit deiner Vorgeschichte, da gab es diverseste Themen. Du hast gesagt, psychischer und körperlicher Missbrauch in regelmäßigen Abständen und gewisse Arten der Traumareaktion, die wir entwickeln, wenn wir eben mit solchen
Situationen in der Vergangenheit konfrontiert werden. Eine davon ist eben auch Dissoziation und in deinem Fall dieses nicht im Körper sein, weil da passiert ganz viel Schmerz. Ich löse mich ein Stück weit von mir und meinem Körper und ich sage immer ganz gern, ich steige in meinen Space Shuttle und fliege woanders hin. Das kann sich bei Leuten äußern in Form von Tagträumerei. Das heißt, man ist einfach geistig nicht mehr anwesend und man kriegt gar nicht mit, was hier auf einen niederprasselt und somit fühlt man auch da den Schmerz nicht. Oder man steigt tatsächlich gefühlt aus dem Körper aus und kriegt nicht mit, wenn körperliche Gewalt angetan wird. Und es ist ein eingebauter, eigenständiger Schutzmechanismus, den wir zum Glück haben, der uns hilft, mit diesen Übelkeiten besser umzugehen. Und in deinem Fall war ja auch eine der Hauptthemen, über die wir gesprochen hatten, diese fehlende Verbundenheit zu deinem Körper und auch die Möglichkeit wieder zu haben, in dich einzusteigen, dir selber zu vertrauen, deinem Körper zu vertrauen und dann mehr mit dieses Einssein zu spüren mit dir in deinem Kern, deiner Seele, deinem Körper, Geist, Seele, Konglomerat, alles, was zusammengehört, um mehr in deine Essenz mehr oder weniger zu kommen. Und vielleicht ist das eine gute Überleitung zum Thema der Femininität und dieses ganze Thema Sexualität bei dir. Wenn du sagst, das Fühlen, da kam zuerst die Angst, dein erstes Höllentor, wie du gesagt hast, oder Höllental. Zuerst durfte ich die Angst mal so richtig spüren und verstehen, was es bedeutet. Du hast gesagt, von der Zehe bis zum Haar, alles war am Start. Alles, der ganze Körper hat mitgemacht. Die Gedanken auch, das war eine komplette Panik, die da entstanden ist in dir. Ich glaube, Trauer war auch ein Thema. Das waren weitere Emotionen, die bei dir so, hatte keine Berechtigung, keine Daseinsberechtigung. Die kam auch noch mit dazu. Und vielleicht hast du da noch eine Erinnerung dran, was da passiert war. Aber das so ein bisschen zu nehmen und dann zu beschreiben, was das für Auswirkungen jetzt hat in deinem jetzigen Dasein und auch schon direkt danach, mal so richtig gelernt zu haben, zu fühlen. Sagst du, das ist Knochenarbeit und das ist scheiße anstrengend. Und wir scheuen uns davor, das zu tun, weil es auch schmerzhaft ist. Ja? Es tut weh, richtig zu fühlen. Vor allem, wenn wir nicht richtig gelernt haben, wie wir fühlen und uns an diesem Schmerz festhalten, dann wird Schmerz oft zu Leid. Und in deinem Fall kann das, oder in unserem generellen Fällen, jahrzehntelang schleppen wir dann den Schmerz mit aus der Vergangenheit, weil wir so sehr daran festhalten, die Geschichte, die wir dazu entwickeln, uns jederzeit, jeden Tag daran erinnert, dass der Schmerz immer noch relevant ist, obwohl er schon seit 15 Jahren vorbei ist und wir es nicht schaffen, aus diesem Schmerzsignal auszusteigen und im Hier und Jetzt zu sein und loszulassen davon. Und genau wie du vorhin sagtest, das ist kein einfacher Weg, aber das ist letztendlich genau die Reise, auf die es geht, ins Hier und Jetzt zu kommen, komplett eins zu sein mit sich, seinen Gefühlen, seinem Bewusstseinszustand im jetzigen präsenten Moment und die Vergangenheit zu lassen und die Zukunft, die zum gegenwärtigen Moment werden zu lassen, wenn es soweit ist, aber auch nicht die ganze Zeit gedanklich schon die Panik zu schieben vor übernächster Woche. Und vielleicht kannst du dazu nochmal ein bisschen sprechen. Was hat das jetzt konkret für dich für Auswirkungen, dieses bessere Fühlen lernen? Ja, also tatsächlich habe ich bisher nur den Zugang zur Angst wirklich bekommen. Trauer war auch Thema. Das war sozusagen das nächste Teil, war Trauer, um überhaupt zu wissen, wie sich Trauer anfühlt. Dann habe ich aber auch die Lektion gelernt, dass meine Trauer ganz unten liegt. Das heißt, ich bin einfach sozusagen in meinem Prozess und in meiner Reise noch einfach nicht dort angekommen, dass ich mich mit ihr, dass ich wahrscheinlich so weit bin, um sie wirklich tragen zu können. Weil das ist auch so ein Lesson learned aus der ganzen Reise. Dir wird nur das offeriert, was du auch tragen kannst und kein bisschen mehr. Also auch die Angst, dass man da irgendwie etwas, böse gesagt, vor die Füße gekotzt bekommt, mit dem man überhaupt nicht mehr zurechtkommt, die ist auch absolut haltlos. Gott sei Dank, wo wir wieder beim Vertrauen wären. Von daher, scheinbar bin ich einfach noch nicht an dem Punkt meiner Reise angekommen, dass ich mich wirklich mit meiner Trauer auseinandersetzen kann und darf. Aber um wieder auf das Fühlen zurückzukommen, durch diese mehreren verschiedenen Angsthöllentäler, da wurden diverseste meiner Ängste, von denen ich auch ehrlich gesagt überhaupt nichts wusste, dass ich ein so angstvoller Mensch bin oder ängstlicher Mensch, das war mir tatsächlich nicht klar. Aber das Hauptthema war, das war
krass, da durchzugehen. Und es hat viel von mir abverlangt und hat wehgetan und war anstrengend. Aber gleichzeitig wollen viele Emotionen auch einfach nur gesehen und durchlebt werden und dann gehen sie. Und das ist genau der Grund, warum ich jetzt hier bin, weil sie haben mich danach verlassen. Ich habe 3 Tage am Stück wirklich ein Höllental durchs andere, bin ich da durchgeschritten, aber dann waren sie im Grunde weg, also beziehungsweise oder integriert oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber sie haben mich einfach schlicht und ergreifend weder zurückgehalten noch irgendwie eingegrenzt, weshalb ich dann auch meine jetzt hier maßgeblichen Entscheidungen treffen konnte, um mich weiter auf meine Reise zu begeben. Und gleichzeitig haben sie mir auch gelehrt, eben dieses Vertrauen zu mir selbst, dass ich es aushalten kann, dass ich diesen Schmerz, dass ich diese Anstrengung aushalten kann und dass es sich lohnt. Wenn dann am Schluss steht, dass ich eben alles, was mich vorher eingeschränkt hat und alles, was mich vorher belastet hat und eigentlich davon abgelenkt hat, die beste Version meiner selbst zu werden, hinter mir zu lassen, dann ist es mir jeden Schmerz und jede Anstrengung wert. Und ich glaube, das ist mein Hauptlesson learned aus dieser psychedelischen Reise, dass egal wie anstrengend das ist und egal wie weh ein Gefühl tut, dass es zu meinem Vorteil ist, da durchzugehen und nicht zu meinem Nachteil, dass es eigentlich viel schlimmer ist, wenn ich meine Gefühle nehme und irgendwo hinpacke, also verdränge. Weil zum einen verhärten sie sich dann und alles, was härter ist, setzt sich fester. Braucht man viel mehr Macht und Kraft, um da, sich da durchzuboxen und schottet einen immer mehr von sich selbst und vor allem aber auch von anderen ab. Und das ist, glaube ich, das, was ich jetzt erst über ein halbes Jahr später so richtig verstehe, dass ich alles, was mir passiert ist, dass ich das so weggedrückt habe, in mich hineingedrückt habe, habe ich eigentlich angefangen, jedes einzelne Gefühl als Art Zement zu verwenden und um mich herum Mauern zu ziehen. Zwar auf der einen Seite natürlich mit diesem Mindset von wegen, ich möchte mich nur schützen, ich brauche Sicherheit. Mhm. Ja, kann ich nachvollziehen. Aber eigentlich auch, um mich härter zu machen. Deshalb hatte ich auch so eine harte, abweisende Attitude, ob das jetzt die Stimme war, ob das die Körperhaltung war, egal was es war, weil jedes verdrängte Gefühl mich hat versteinern lassen. Das ist wahrscheinlich das Beste, was man sagen kann. Ich wurde stumpf, ich wurde gefühlstaub. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes seelisch versteinert. Und das hat mich nicht nur von mir selbst, also nicht nur mich selbst von mir abgetrennt, sondern mich selbst auch von allen anderen abgetrennt. Ich war dann einfach nicht mehr in der Lage, mich verletzlich zu zeigen, in die Tiefe zu gehen, tiefe Beziehungen aufzubauen. Ich habe das gar nicht mehr zugelassen. Und das einfach nur, weil ich so dermaßen Angst vor dem Schmerz hatte und nicht verstanden habe, dass wenn ich den Schmerz wegdrücke und wenn ich meine Gefühle wegdrücke, dass sich dann daraus Leid entwickelt und dass ich das dann über Jahre mitziehe. Diesen Zusammenhang, der war mir überhaupt nicht bewusst. Und somit habe ich eigentlich selbst meinen Leidensweg extremst verlängert. Und das mit den Dingen, die passiert sind, eben genau in diese auch körperliche Misshandlung, die dafür gesorgt hat, und zwar in sehr, sehr früher Zeit, dass ich die Verbindung zu meinem Körper eigentlich noch nicht nur gekappt habe, sondern ich habe sie eigentlich nie wirklich entwickelt. Das heißt, das, womit eigentlich, sagen wir mal, der normale Mensch aufwächst, dass er einfach ein gutes Körpergefühl hat und das vielleicht irgendwie im Teenageralter durch Zurückweisung oder was auch immer mal das erste Mal so richtig gestört wird, das war mir gar nicht gegeben. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich, ist meine Aufgabe, die Verbindung überhaupt erstmal wachsen zu lassen und das auf eine möglichst gesunde Art und Weise. Und das ist natürlich ein Knochenjob, ganz klar, aber unheimlich wichtig. Mhm. Aber erstmal musste ich die Mauern aus dem Weg räumen, weil sonst kann ich das gar nicht. Weil wenn ich mich selbst abgetrennt habe von mir, kann ich da nicht durch irgendwie eine Verbindung erblühen lassen. Das funktioniert nicht.
Und seitdem ich, glaube ich, diese Zusammenhänge verstanden habe, merke ich einfach, was auch das ganze Fühlen, die Femininität angeht. Wie du sagst, meine Stimme hat sich verändert. Das merke ich selber. Inzwischen höre ich auch mich selbst anders in meinem Kopf. Ich merke, wie ich anders mit mir selbst rede. Ich merke, dass ich andere Worte verwende, sowohl wenn ich über mich spreche, als auch wenn ich mit anderen spreche. Und ich merke einfach, dass ich vor allem diesen erhobenen Zeigefinger, in dem ich ganz, ganz groß war, vor allem gegenüber mich selbst, dass ich den immer öfters wieder in die Tasche stecke und sage, Ina, chill einfach deine Base. Wenn du gerade nicht nett mit dir reden kannst, dann wartest du jetzt mal 10 Minuten. Vielleicht kannst du es dann in 10 Minuten. So. Also an solchen kleinen Dingen merke ich das. Ich merke es, wie das männliche Geschlecht auf mich reagiert. Das ändert sich auch. Aber das ist mir ehrlich gesagt auch gerade nicht sonderlich wichtig. Mir ist eigentlich mehr wichtig, wie ich es selber merke, wie ich selber mit mir umgehe. Weil das bei mir einfach das größte Thema war oder ist nach wie vor Selbstliebe. Und das ist tatsächlich noch die Riesen-Challenge, da so weit ins Gefühl zu gehen, weil da gehört eben auch das ganze Thema Trauer, Verletzlichkeit dazu und wirklich willentlich, freiwillig in den Schmerz zu gehen oder den Schmerz in Kauf zu nehmen. Wenn man sich wirklich öffnet, ist das ganz klar, dass man wissentlich bewusst das Risiko eingeht, verletzt zu werden. Und das ist noch Challenge, würde ich ganz, ganz klar sagen, weil da einfach noch ganz viel Mauer im Weg ist, die ich erst noch Stück für Stück abtragen darf. Das ist ein super schönes Bild, das du da gemalt hast, die Mauern. Und es ist so zutreffend und erstmal Hut ab davor, dass du dich dem Ganzen stellst und jetzt mehr und mehr angehst und nicht aufhörst, dich dessen dem Ganzen anzunehmen und dich diesen ganzen Hürden oder dich den ganzen Hürden zu stellen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nicht einfach ist. Es ist eine sehr harte Ritt oder kann eine sehr, sehr anstrengende Reise sein und man kann da auch oftmals vielleicht so ein bisschen die Hoffnung verlieren und es gibt dann auch sehr oft dunkle Tage, man denkt sich die ganze Zeit, was soll das hier, wann kommt endlich wieder ein bisschen Licht hier ins Dunkel? Ich kenne das alles und es ist nicht einfach, deswegen möchte ich hier nochmal offiziell sagen, Respekt, dass du es machst und so wie du es machst und mit allem, was dazugehört und es wird sich bessern und wichtig ist, weil wir hatten es auch schon mal zum Thema Selbstliebe, dass du gerade gemeint hast, der hier wird öfter mal wieder weggesteckt. Das ist auch eine Form von Selbstliebe. Einfach das Bewusstsein mehr zu entwickeln, auf sich besser zu hören. Ja, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und was sind meine eigenen Bedürfnisse, auf die ich vielleicht bisher nicht achten konnte und sich immer mehr und mehr dessen zu nähern und dann dem Ganzen mehr Raum zu geben. Und es ist ein Prozess, das geht nicht über Nacht, sich selber überhaupt mal kennenzulernen, so wirklich im Kern, wenn man das noch nie getan hat davor, ist krass. Man lernt sich komplett neu kennen. Das braucht nun einfach mal eine Weile. Und die Arbeit, weil du meintest, nachdem du das dann erstmal verstanden hattest, hat es dir geholfen, jetzt an den richtigen Stellschrauben zu drehen. Am Anfang ist man so wie wild, mir ging es zumindest auch so, ganze Zeit auf der Suche nach, was fehlt mir, irgendein Gefühl ist nicht richtig, aber ich habe doch eigentlich alles und wo ist es denn und was muss ich noch tun, damit es endlich besser wird? Und bei mir hat es dann auch irgendwann mal einen Klick gemacht, nachdem der Bezug da war, das Verständnis zu haben, die Verbundenheit zu mir selbst. Wenn die fehlt, dann kann auch nicht eine 100% ehrliche, authentische Verbundenheit zu irgendwem oder irgendwas da draußen passieren. Zumindest nicht in der Tiefe und in der Ehrlichkeit, die ich mir wünsche. Und ich kenne die und mein Anspruch ist in vielen Dingen einfach exorbitant groß. Und auch in der Hinsicht möchte ich einfach das volle Spektrum an Möglichkeit ausschöpfen und so eine richtig vollumfängliche, die tiefste Verbundenheit spüren, die es gibt, sei es in romantischen Beziehungen, in Beziehungen mit Freunden, mit Menschen generell, mit der Natur, mit allem, aber vor allem mit mir selbst. Und das war mein, kann man, Waking Moment und das Aha-Erlebnis, so, shit, ich bin noch nicht
so im Reinen mit mir selbst, wie ich immer geglaubt habe und auf gar keinen Fall und da, oh mein Gott, und da sind so viele Dinge, wo ich überhaupt nicht grün mit mir bin, scheiße, und wie viele kommen denn dann noch jede Woche dazu, das gibt's doch gar nicht, und sich dann dem immer mehr und mehr zu nähern und dann Stück für Stück die Zwiebel, eine Schale nach der anderen, eine Hülle nach der anderen wegzuschälen und zu realisieren, die Zwiebel hat unendlich viele Layer, das wird niemals vorbei sein, aber, und das war auch eine fette Lektion für mich auf meiner ersten krassen psychedelischen Erfahrung, dieses Verständnis von Verbundenheit zu sich selbst mal komplett zu fühlen und nicht hier oben zu kapieren, das ist Selbstliebe, so sieht das aus und so ist es, wenn ich mich richtig mit mir verbinde, sondern ganzheitlich mal komplett überall im System zu spüren. Und das ist dann ein Moment, der dann passiert, der nicht wieder umgedreht werden kann. Der ist passiert und demnach kann man nicht vergessen. Ja, der ist unwiderruflich passiert. Und das hat mir zumindest dann immer die Kraft gegeben und das Verständnis zu wissen, du kennst das Ziel, du weißt, was möglich ist und jetzt bist du hier und jetzt gehst du den Weg. Und natürlich wird der holprig und natürlich wird der steinig, aber zumindest ist dir klar, wo es hingehen kann. Weil alles, was wir auf diesen Substanzen erfahren, und deswegen sprechen wir davon auch immer über Tools, bewusstseinserweiternde Substanzen als Werkzeuge zu sehen, die einem die Möglichkeit geben, mal in so einen Erfahrungszustand zu kommen, von was geht tatsächlich. Und dann die Substanzen zu entfernen und zu realisieren, okay, ich bin noch nicht komplett da, wo ich sein könnte, aber danke, ich habe mal einen Einblick bekommen. Und das ist, sage ich, für mich immer das größte Geschenk von diesen Psychedelics, von diesen Tools, die einem als Mensch gegeben werden können. Das bewusste Erleben von diesen Zuständen, um dann überhaupt mal einen Anhaltspunkt zu haben, wo muss ich überhaupt hinsteuern? Und jetzt hast du gesagt, 3 Tage später hat dir ein Engel gezwitschert oder irgendwer anders erzählt, dass du Zürich verlassen sollst und einfach mal die Reise beginnen. Weißt du noch oder kannst du dich noch daran erinnern, was da genau passiert war? War das ein Impuls? War das Intuition? Weibliche Intuition ist auch so ein Ding, was vielleicht spannend wäre, gerade mit deiner Historie. Hat sich da irgendwas neu gestaltet oder entwickelt in dir, das du davor nicht hattest, der Bezug zu dir selbst? Woher kam das? Also tatsächlich kann ich das echt noch sagen, als wäre das gestern gewesen. Das war ein Dienstagmorgen und es war irgendwas kurz nach 7, ich glaube 7.05 Uhr. Und ich hatte da gerade so das letzte Höllental durchschritten. Also weil die Nacht, die war erneut ziemlich schlaflos und anstrengend. Und auf einmal gab es wirklich so einen richtigen Switch, wo diese ganzen Ängste, die ich bis dato durchwandert habe, wie eine riesen zentnergroße Last von mir gefallen sind. Und dann ein überwältigendes Gefühl der Erleichterung und Befreiung sich in mir drin platt gemacht hat, also wirklich breit gemacht hat, alles niedergewalzt hat, was da eventuell noch an Zweifel im Raum stand. Und ich, die ja wirklich nicht nah am Wasser gebaut ist und so ihre Schwierigkeiten mit Tränen hat, egal welcher Natur, lag heulend im Bett vor Freude und Erleichterung. Wirklich war so, hoha, was ist jetzt los? Mega. Und da war wirklich für mich klar, okay, und jetzt fängt mein Leben an. Das war irgendwie einfach so omnipräsent. Und dann war einfach klar, und mein Leben ist nicht das, was ich aktuell mache. Wirklich nicht. Und dann war einfach klar, ich wollte schon immer die Welt sehen. Ich wollte einfach mehr, wirklich mehr alles. Mehr sehen, mehr fühlen, mehr. Und alles, was ich da zu dem Zeitpunkt hatte, war eng. Fessel. Und dann habe ich gesagt, okay, das muss weg. Es halten mich nicht mehr meine Ängste zurück, sondern jetzt hält mich im wahrsten Sinne des Wortes der gesellschaftliche Rahmen, das Existenzkonstrukt, das Sicherheitsnetz, was ich um mich herum errichtet habe, um mich sicher und kontrolliert und überlebt, lebend zu fühlen. Das steht mir jetzt gerade maximal im Weg. Das, was ich eigentlich immer so,
wo ich all meine Energie reingesteckt habe, wo ich alles rein investiert habe, um mich sicher zu fühlen, habe ich dann festgestellt, das hat nichts mit Sicherheit zu tun. Im Gegenteil, das ist mein goldener Käfig, den ich mir selber gebaut habe. Und da habe ich dann mit mir selber den Deal geschlossen, den reiße ich jetzt ein. Mhm. Und tatsächlich hatte ich keinen Moment Angst. Ich hatte, wenn überhaupt, hatte ich Angst vor mir selber, dass ich mal wieder ego-bedingt einen Rückzieher mache, weil ich wieder 3000 Gründe finden könnte, warum etwas eventuell nicht gehen könnte. Reiner Konjunktiv, den habe ich mir in der Schweiz wunderbar angeeignet. Und dann habe ich mir selber genau noch an diesem Tag eine Zukunfts-E-Mail geschrieben und habe die extra auf den 15. Dezember datiert, weil das so ziemlich der letzte Tag war, an dem ich hätte kündigen können, um rechtzeitig frei zu sein, um dieses Retreat anzufangen, wo ich mir liebevoll in den Arsch getreten habe, wenn ich bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gekündigt habe. Witzigerweise habe ich tatsächlich vergessen, wann ich diese Mail datiert hatte, und ich habe genau einen Tag vorher gekündigt, bevor ich diese E-Mail erreicht hat. Nice. Da musste ich ziemlich lachen, als ich die Mail dann gelesen habe, weil ich kannte mein altes Ich ziemlich gut. Mhm. Und also, wenn ich, glaube ich, nicht so befreit gewesen wäre durch eben diese psychedelische Reise, die sich komplett von allen vorherigen Therapie und alternativen Heilmethoden und weiß der Kuckuck was, nicht so generell unterscheiden würde, dann wäre ich wahrscheinlich genau auch wieder in dieses alte Fahrwasser zurückgeglitten. Und hätte diese Mail auch tatsächlich gebraucht. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob die Mail dann wirklich gereicht hätte, um diesen Schritt zu wagen. Tatsächlich möchte ich fast dieses Gedankenexperiment anstreben, zu sagen, boah, nee, dann hätte ich einen Rückzieher gemacht. Aber tatsächlich hat durch diese Erlebbarkeit in der psychedelischen Reise von Wissen, von Gefühlen, von alle möglichen, was einen ausmachen kann, was man in der Theorie zusammenglauben, aber eben nicht ins System bringen kann, hat mir diese Reise so den Rückenwind und auch das Vertrauen nicht nur in mich, sondern auch den Prozess als solches, das Leben gestärkt, dass ich keinen Rückzieher gemacht habe und es auch bis zum heutigen Moment, wie ich jetzt gerade hier so vor dir sitze, keinen Augenblick bereut habe. Gegenteil, ich hätte es gern schon früher gemacht. Ja, wow. Es gibt immer Gründe, warum es dann zu dem jeweiligen Zeitpunkt passiert und nicht schon früher. Jetzt kann man sagen, zum Glück jetzt und nicht erst in 40 Jahren. Und ich bin super dankbar, dass es dazu kam. Und jetzt zu sehen, wie du strahlst und wo du jetzt steckst. Du hast gesagt, du hast dein altes Ich sehr gut gekannt und hast dir vorsichtshalber mal diese E-Mail geschrieben. Aber es ist ja ein geiles Zeugnis, ein Attest dessen, wie der Wirkungsgrad von so einem Trip laufen kann. Wenn du jetzt sagst, 14 Jahre vor Geplänkel mit allem, was du gemacht hast, also wirklich alles, das komplette Protokoll einmal durch. Was würdest du sagen, war so das Maßgeblichste, was du jetzt noch für dich merklich in Erinnerung rufen kannst, was alles andere nicht vergleichbar macht zu dem, was da war? Es war ja nur eine Erfahrung. Ich meine, wir reden von 14 Jahren Therapie. Und eine Erfahrung, wie geht das? Wenn ich dir jetzt zum Beispiel sagen würde, die Sonne ist gelb, aber du hast die Sonne noch nie gesehen, dann hast du keine Vorstellung, wie die Sonne aussieht. Das kann, was weiß ich, Kanariengelb sein, oder das kann das satteste Gelb, das schon irgendwie ins Orange geht. Und du hast ja auch keine Ahnung, dass das Ding rund ist oder zumindest rund aussieht. Sondern ich habe dir ja nur gesagt, die Sonne ist gelb. Und so ähnlich ist das in der Therapie auch. Wenn dir dein Therapeut sagt, es gibt keinen Grund, Angst zu haben, mag das rational ja vollkommen der Korrektheit entsprungen sein. Das heißt aber noch lang nicht, dass du das selber auch so empfindest. Ich kann einfach wirklich mitgeben, dass ich ganz viel rational über mich verstanden hatte, bereits vor der Reise, woher meine Muster kommen, warum ich sie entwickelt habe, warum sie sinnvoll waren, was sie auch für Begleiterscheinungen haben, wie sie gegebenenfalls mit anderen Mustern zusammenhängen, bla bla bla. Das hatte ich alles schon
zusammengebracht in meinem Kopf, weil ich jetzt auch nicht unbedingt der unintelligenteste Mensch bin auf dieser Welt. Aber das hilft mir gar nichts, wenn ich nicht weiß, wie ich daran etwas ändern kann. Ich wusste genau, jetzt gerade läuft ein Muster bei mir ab und ich konnte dem Muster auch wunderbar zugucken, wie es abläuft. Aber ich habe die scheiß Stopptaste nicht gefunden. Mhm. Und im Grunde ist diese Reise, hilft dir dabei, also sie zeigt dir eigentlich dasselbe, bloß dass statt du, dass du dem Zug zuschaust, wie er an dir vorbeifährt, sitzt du im Zug, kannst dir den Zug anschauen und kannst im Zug auch selber die Notbremse ziehen. Und das ist einfach der Riesenunterschied. Das ist kein Schaubild mehr, sondern es ist pures Erleben. Und das hat mir in der ganzen Vorarbeit, die ich geleistet habe, weder ein Therapeut, noch ein Heilpraktiker, noch ein Schamane, noch ein was weiß ich, wie sie denn sich alle nennen möchten, hinbekommen, dass etwas nicht nur ein Schaubild für mich war. Und ich möchte das gar nicht schlecht reden. Wie du selbst sagst, man hat ja gemerkt, und ich habe auch gemerkt, durch das, dass ich diese ganze Vorarbeit hatte, konnte ich natürlich viel tiefer einsteigen, weil ich mir selbst prinzipiell schon kein Rätsel mehr war. Aber eben dieses ganze Wissen aus 14 Jahren, das war reine Theorie. Das war, als hätte ich 20 Fachbücher über mich selbst gelesen. Aber ich habe deshalb trotzdem noch nicht, bin trotzdem die Maschine noch nicht gefahren. Und das ist einfach der riesengrandiose Unterschied. Und deshalb wird es auch definitiv nicht die letzte Reise für mich gewesen sein, weil, wie du sagst, es war nur eine Reise. Und es sind noch ganz viele Themen bei mir, wo ich theoretisches Wissen dazu habe, aber mir einfach im wahrsten Sinne des Wortes die Praxis fehlt. Und diese psychedelischen Erfahrungen und Reisen bieten dir einfach die Praxiserfahrung zur Theorie. Ich finde, das ist wirklich so das plakativste Beispiel, das ich habe. Wenn du nur die Theorieprüfung beim Autofahren machst, kannst du immer noch kein Auto fahren. Ja. Also, und genau so ist das einfach. Und das war mir vorher auch überhaupt nicht bewusst, dass es einfach mehr braucht als nur den Verstand. Und da, wo wir wieder bei der Einheit wären, du bist halt einfach nicht nur deine Gedanken, du bist nicht deine Gedanken. Du hast einen Verstand, du hast Gedanken, aber du bist halt einfach viel, 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 viel mehr. Und genau das ist das, was dir die Reise zeigt. Du bist weder nur deine Gefühle, weder nur deine Gedanken, sondern du bist alles. Und alles, was auch noch dahinter steckt. Und dieses Dahinter ist das, was so unheimlich spannend ist. Und da stehe ich noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Und da wirklich nicht nur mein Zeh, sondern am besten mein ganzes Sein hineinzutauchen und da mal wirklich zu gucken, wow, was gibt es denn hier noch so alles, ist für einen extrem neugierigen Geist, wie ich das bin, natürlich phänomenal. Ja, ohne zu viel Spoiler rauszuhauen, da gibt es noch eine Menge andere spannende Dinge zu erkunden. Das ist definitiv so. Aber das ist eine super geile Beschreibung, wie ich finde. Und ja, wie sieht eine runde gelbe Sonne aus, wenn man sie noch nie gesehen hat? Das ist schon genauso. Und Wissen erlebbar machen, hatten wir, glaube ich, schon mal zugesprochen. Das ist auch eine sehr, sehr treffende Beschreibung, wie ich finde. Und das ist genau das. Und dann macht es plötzlich Klick. Und oft ist es so, dass gar keine neuen Erkenntnisse dazu kamen. Das ist alles schon klar gewesen irgendwie. Und dann während der Reise oft auch die Aussagen kommen, aber das ist ja alles nicht neu. Ich kenne das ja alles. Und trotzdem macht es Klick, weil es halt einfach komplett einmal absorbiert wird vom Gesamtsystem und dann dieses bewusste Erleben und Empfinden sich breit macht im gesamten Körper. Und ja, es ist super geil beschrieben. Wenn du sagst, das war deine erste Erfahrung und du planst noch weitere. Jetzt ist das schon eine Weile her. Im Oktober haben wir uns getroffen, also es ist echt schon über ein halbes Jahr her. Die Zeit dazwischen nennt man Integration. Da ist eine Menge passiert bei dir. Unter anderem auch der Start von deiner äußeren Reise jetzt. Das ist alles Teil davon. Und wenn du jetzt sagen würdest, die Ina von vor Oktober letzten Jahres zu der Ina jetzt, was ist so der größte Unterschied, der du für dich festgestellt hast in deinem Wesen, den du jetzt merklich spürst, der anders ist?
dass ich viel mehr bei mir bin. Also wenn ich reinfühle, wie es vorher war und wie es jetzt ist, ist, als wäre ich 2 Meter neben mir gegangen. Ich hatte kein Gefühl für mich, keinen Bezug zu mir. Ich war wie eine Maschine. Ich habe halt funktioniert. Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen. Ich wusste, welche Knöpfe, also ich nehme mal an, ich habe einfach mal 200 Knöpfe und ungefähr 10 davon brauche ich, um im Alltag halt zu funktionieren. Die 10 konnte ich aus dem FF in der richtigen Klaviatur bedienen, je nach, sagen wir mal, Situation, je nach Aufgabengebiet, was weiß ich. Den Knopf brauche ich, wenn ich mit Männern rede und den Knopf brauche ich, wenn ich eine Gehaltsverhandlung führe und so weiter und so fort. Die konnte ich alle spielen, aber eben 10 von 200. Und ohne auch Bezug dazu, also so mechanisch, so okay, es ist jetzt notwendig, dass ich sitze in einer Bar, also muss ich jetzt, was weiß ich, den Charisma-Schalter anschmeißen. Aber so richtig, dass ich das bewusst getan hätte, also dass da wirklich Inhalt, Bedeutung, Mehrwert dahinter war, das war einfach nicht der Fall. Und wo es mir jetzt gerade am deutlichsten bewusst wurde, ist, blödes Beispiel, aber EM. Tatsächlich, ich bin halt hier, ich bin nicht in Europa. Es ist mir total entgangen, dass die EM angefangen hat. Ich habe das nur durch Zufall irgendwie durch sozialen Medien dann mal eins und eins zusammengezählt. Ich so, ja, scheiße, die ist ja dieses Jahr. Und dann habe ich irgendwie mal angefangen, mich damit auseinanderzusetzen. Ja, warum war ich denn eigentlich früher immer so gern bei diesen Public Viewings und so? Ja, klar, weil man da den Beute-Modus anschmeißt. Ne? Da sind ganz viele Männer und das hat gute Laune und ein bisschen Alkohol. Und natürlich ist man dann da voll der Fußballfan und voll der Profi und dann kann man auch noch brüsten, dass man weiß, was abseits ist. Und boah, Wahnsinn, ja. Aber das ist dann wirklich mal irgendwie um irgendwas mit Gehalt gegangen wäre, was weiß ich, wenn ich wirklich die Absicht gehabt hätte, ja, da den Mann meines Lebens zu finden oder der nächste Amateur-Profifußballer, was weiß ich, was zu werden, okay, dann hätte das vielleicht alles irgendwie Sinn ergeben. Aber eigentlich nein, das war halt auch einfach nur wieder ein Mittel zum Zweck und nicht etwas, was ich tief im Innern genossen hätte. Ja, oberflächlicher Spaß, war halt witzig. Und jetzt bin ich hier, mir wird gerade, selbst schlafen fände ich wichtiger, als auf ein Public Viewing zu gehen, weil ich dann etwas Sinnvolles für mich tue, nämlich mich erholen. Und da würde ich mal sagen, das ist so ein Riesenunterschied. Jetzt mache ich Dinge, weil ich sie machen will, weil ich mich bewusst dafür entscheide, weil ich sage, okay, heute fühlt sich mein Körper irgendwie schwach an. Ich habe Probleme mit dem Magen. Heute trete ich kürzer. Ich achte sehr darauf, was ich esse. Wenn ich das Gefühl habe, ich möchte mich hinlegen, dann lege ich mich hin. Punkt. Und früher hätte ich gesagt, boah, hab dich nicht so. Schmeiß dir da, was weiß ich, Ibuprofen ein. Ja, okay, isst halt mal eine Suppe statt halt einen Burger. Geht schon besser rein und dann machst du dich fertig und gehst dann aufs Public Viewing. Ja. Kleiner, feiner Unterschied. Also früher bin ich einfach voll über all meine Grenzen hinweg gelatscht. Teilweise bewusst, also habe ich mich wirklich gezwungen. Teilweise waren mir die eigenen Grenzen nicht mal bewusst. Und jetzt ist es einfach so, ich habe Körpergefühl. Ich habe Körpergehör. Und ich habe die Wertschätzung mir selbst gegenüber, dass egal, was ich jetzt da höre oder fühle, dass das Raum und Bedeutung hat und dass das weder weggedrückt noch ignoriert werden sollte, weil der Preis kommt. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in einem Jahr, aber er kommt. Und diese Erfahrung habe ich leidlich zu spüren bekommen. Und zwar viel, also primär körperbezogen. Durch das, dass ich so viele Körperthemen habe, auch mit der ganzen Verdrängungssituation, mit der ganzen auch körperbezogenen Misshandlung,
bin ich der absolut laufende Psychosomatiker. Und Psychosomatik ist immer zeitversetzt. Das ist nie so, dass ich jetzt was tue und 5 Minuten später dafür die Quittung bekomme. Sondern ich mache jetzt was und kriege zeitliche Verzögerung, sodass ich oft gar nicht mehr weiß, was denn der Auslöser war. Und dann zu verstehen, warum ich jetzt so leiden muss, ist ganz, ganz schwierig, das zu rekonstruieren. Und aus diesem Teufelskreis möchte und muss ich auch raus, weil das zwischenzeitlich echt lebensgefährdend war, was ich da so praktiziert habe. Mhm. Ich habe nicht umsonst eine Krankenliste, hey, da würden andere vom Stuhl fallen. Das ist der Wahnsinn. Und ich bin gerade mal 31 Jahre alt. Also da habe ich zwischendrin schon ein paar Mal am Kopf gelangt. Also laufende Baustelle ist ja gar nichts dagegen. Ja, es ist leider auch mehr Realität, als uns das lieb ist bei sehr vielen Menschen. Und das mal zu hinterfragen, ist der erste Schritt. Davon erstmal geschockt zu sein, wenn man sich das anschaut. Wenn du das in 10 Jahren anschaust, wirst du denken, scheiße, wie krass. Mhm. Und danke für, wie die Liste jetzt ausschaut. Vielleicht ist sie leer. Und das ist ein super, super schöner Abschluss, finde ich, für das heutige Gespräch, weil der Titel von dem Podcast hier, aber auch von deinem Blog ist Die Reise zu dir selbst. Und das ist genau das, auf der du dich gerade befindest. Ja, und wenn du sagst, der größte Unterschied von davor zu jetzt ist, du hörst mehr auf deine eigenen Bedürfnisse. Und dazu gehört, erstmal zu verstehen, was die denn sind. Ja, was ist das Gefühl, das in mir gerade nach was verlangt? Was möchte ich gerade wirklich in diesem Moment? Und nicht, was sollte ich tun, damit ich gegebenenfalls mich besser fühle durch irgendwas Externes, sondern was kommt von hier heraus in diesem jetzigen Moment und dem Ganzen zu vertrauen? Und das ist natürlich ein riesen Prozessschritt bis dahin, um überhaupt mal dieses Gefühl, diese Intuition, dieses Körpergefühl und Empfinden zu entwickeln. Und du kommst jetzt immer mehr und mehr daran, so wie das sich anhört. Und das ist so schön zu sehen und super schön zu beobachten und das mitzuverfolgen. Diese Verbundenheit, mehr und mehr von deinen Mauern, die eingerissen werden und mehr Nähe, die zu dir selber zugelassen wird, wird unwiderruflich auch zu mehr Nähe im Außen führen. Das heißt, Verbindung mit anderen Menschen, die sehr viel intimer werden, mehr Verletzlichkeit, Verletzbarkeit, die zugelassen wird, die wird mehr Bindung und Nähe ermöglichen, auch mit anderen. Ganz viele andere schöne Dinge, die dann im Außen auch passieren, wenn die innere Arbeit stattfindet. Und das ist so schön und gibt mir auch immer Mut und Ermutigung zu realisieren, diese ganze Inner Work, die wir machen, die tun wir für uns, aber alles andere im Außen erledigt sich mehr oder weniger von alleine. Die richtigen Dinge passieren, die richtigen Menschen kommen ins Leben, die richtigen Umstände ergeben sich. Das ist das Gesetz der Anziehung und wir dürfen dann einfach voller Staunen durch die Welt laufen und realisieren, boah, schon wieder was mir in den Schoß fällt und noch ein Geschenk von dem oder der. Und ja, super schön. Und da werden noch eine Menge auf deinem Trip jetzt passieren, dem physischen, aktuellen, äußeren Trip. Und ja, ich bin gespannt, was noch für Abenteuer auf dich warten und was für Erfahrungen und Lektionen noch kommen. Vielleicht zum Ende hin vom Gespräch, hast du vielleicht einen Tipp oder irgendwas, was du anderen, vor allem Frauen, mitgeben möchtest, die eine ähnliche Vergangenheit haben oder hatten wie die deine? Aus deinen ganzen Lektionen und jahrzehntelang, kann man jetzt schon sagen, Learnings und Misslearnings, wenn man die so nennen mag, was wäre das, was du anderen Frauen und Mädchen vielleicht mitgeben möchtest? Zum einen das Wichtigste, was wir haben, sind wir selbst. Das ist mal einfach ein ganz ein wichtiges Thema, auch wenn sich das so banal anhört. Aber es ist im Grunde total egal, was das Umfeld, der Partner, die Freunde, die Familie von einem will, von einem fordert, von einem denkt, über einen glaubt, sagt oder was auch immer, das ist absolut irrelevant. Denn es geht wirklich darum, wie es einem selber geht. Dieser Fokus auf sich selbst ist ganz, ganz wichtig. Denn nur dann ist man dazu in der Lage, auch mal so in sich hineinzuhören und hineinzufühlen, dass man versteht, dass es eigentlich total egal ist, was eventuell, wann auch immer passiert ist und wer das war. Weil da, um da noch ein bisschen aus meinem Nähkästchen zu plaudern, ich habe mich die letzten 8 Jahre mit einem sexuellen Missbrauch identifiziert. Ich weiß bis heute nicht, ob dieser wirklich stattgefunden hat.
ja oder nein, das weiß ich nicht, weil einfach ich zwar ganz viele Indizien habe, die dafür sprechen, aber im Grunde auch berechtigte Zweifel, weil weder hat sich irgendjemand gemeldet und ist für eine Tat gerade gestanden, noch habe ich so verlässliche, übergreifende Erinnerungen, dass ich wirklich mit absolut hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dann war es und der war es. Sondern ich habe Fragmente, die ein Bild abgeben, aber nicht mehr und nicht weniger. Und das reicht einfach nicht aus, um sich wirklich als Missbrauchsopfer fühlen zu können. Und ganz ehrlich, wer will das auch schon? Also es ist nicht so Lebensinhalt zu sagen, yay, ich wurde vergewaltigt. Also das ist nicht so, womit man sich rühmen sollte sogar. Aber es gibt halt schon auch Tendenzen, dass man auch eine gewisse Art von makabere Aufmerksamkeit damit generiert. Und das kann auf einer gewissen Ebene schon auch süchtig machen. Und da nehme ich mich keineswegs aus. Also ich habe mich lange Zeit damit identifiziert, weil es mich auf eine gewisse Art und Weise zu etwas Besonderem gemacht hat. Und ja, und das wieder loszulassen, vor allem wenn das für einen selbst so glasklar war, weil es auf einmal so viele offene Fragen beantwortet hatte, in meinem Fall. Das ist ein hartes Stück Arbeit gewesen. Mhm. Und was aber das Wichtigste daran ist, selbst wenn ich jetzt morgen erfahren würde, was passiert ist, dann hätte ich wieder nur ein Wissensfragment mehr. Das ändert ja nichts an dem Umstand, dass mein Körper nicht so funktioniert oder nicht so fühlt, wie ich mir das wünschen würde. Das heißt, ich habe wieder nur einen Wissensbaustein dazu bekommen und nicht mehr und nicht weniger, habe aber in meinem aktuellen Körpergefühl keinerlei Fortschritt oder Heilung erzielt. Und das heißt für mich, und das auch als Tipp für alle anderen Frauen, die sich mit irgendwelchen solchen Themen auseinandersetzen, es ist egal, was passiert ist. Darum geht es nicht, weil es ist nur Wissen, was ihr da generiert. Es hat nichts mit Heilung zu tun. Das heißt, macht euch los von dem Gedanken, was war, wer es war, was genau passiert ist, sondern beschäftigt euch vielmehr mit dem Hier und Jetzt, vor allem wenn ihr die Wirkung spürt. Ich spüre die Wirkung von einem Ereignis X in meinem Körper, im Hier und Jetzt. Und deshalb muss ich mich genau darauf fokussieren, das zu heilen und das rauszubringen. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, rauszufinden, was passiert ist, weil das bringt mich nicht weiter. Überhaupt nicht. Und deshalb habe ich mich zum Beispiel auch in Sexual Healing begeben. Ich habe die letzten 1,5 Jahre mit einem Sexual Healer zusammengearbeitet, der mir unter anderem auch bestätigt hat, ja, die Wirkung von was auch immer ist da. Und wir haben uns dann genau auf diese negative Energie, die dafür sorgt, dass ich meine Sexualität nicht frei und nicht so, wie ich es mir wünsche, ausleben kann, dass ich da tiefer reingehe, in dieses Thema und nicht in die Vergangenheit. Weil die Vergangenheit kann nichts dran ändern, wie ich mich jetzt fühle, egal ob ich Bescheid weiß oder nicht. Und von daher, da sich von loszumachen, ist deshalb so wichtig, weil für mich jetzt vor allem, und das ist noch ganz, ganz frisch und ganz nah, es war bei mir wie ein Brett vorm Kopf. Ich habe so mit dieser Frage gekämpft, was passiert ist und wer es war, dass es mich blind gemacht hat für alle anderen Themen, die jetzt vielleicht viel wichtiger sind oder die ich jetzt bearbeiten muss, um vielleicht tatsächlich irgendwann mal diese Antwort zu bekommen. Es sagt ja keiner, dass man diese Antwort nicht finden darf oder soll, aber man soll sich nicht so drauf versteifen und sich so dermaßen dran festklammern, dass es im Grunde keine andere Frage mehr in meinem Kopf gibt. Oder es gab keine andere Frage mehr. Und du hast vor allem so wunderbar dieses Zwiebelmodell gebracht, weil das nutze ich auch immer sehr gerne. Wir sind wie eine Zwiebel und auf jeder Schale ist ein aktuelles Ereignis. Ob das jetzt ein Konflikt ist oder einfach nur etwas, das gesehen werden möchte, sei mal dahingestellt. Aber das ist das, was jetzt an der Reihe ist. Und wenn ich über dieses Thema irgendwas anderes drüber stulpe,
dann stelle ich mir im wahrsten Sinne des Wortes selber das Bein. Das heißt, ich komme nicht weiter, ich stagniere meinen kompletten Heilungsprozess, ich stehe mir im wahrsten Sinne des Wortes mal wieder selber im Weg. Und genau das möchte ich anderen mitgeben. Lass das sein, weil das macht wütend, es frustriert, es schiebt einen eher wieder zurück. Also ich habe zwischendrin auch teilweise wieder so Selbsthassmomente gehabt, weil ich einfach nicht mehr weiterkam. Und es hat mich so dermaßen blockiert, dass ich eher wieder in meine alten Muster gefallen bin, als irgendwie einen Fortschritt zu machen. Super weiser Ratschlag. Und ja, das ist verständlich, warum das nahelegt, sich daran festzuhalten, weil es gibt einem ja eine gewisse Sicherheit zu wissen, vermeintlich zu wissen, das ist dann die Ursache für meinen Schmerz. Wenn ich sie nur rausbekomme und wüsste, was der Grund war, dann ist plötzlich der Schmerz vorbei. Das ist natürlich ein Trugschluss. Und das Alternativmodell, das da vielleicht bei hilft, ist auch in einer klassischen physischen Verletzung, wenn man sich schneidet mit einem Messer und zum Arzt geht und der Arzt einen fragt, oh, Sie bluten, was ist passiert? Und man sagt, ich habe mich mit dem Messer geschnitten. Dann reicht es dem Arzt, um die Wunde zu behandeln. Dann muss der nicht noch wissen, ob das ein Holzgriff war oder ein 30 Zentimeter Klingenmesser oder ein besonders scharfes oder ist egal was. Es war ein Messer und es blutet und wir verarzten die Wunde. Und so ähnlich würde ich das hier auch sehen. Und sich ein bisschen davon zu lösen, verstehen zu müssen, was genau der Grund war und was tatsächlich passiert ist. Natürlich ist es nett zu wissen und es kann einem helfen. Es ist aber nicht notwendig, um heilen zu können von diesem Schmerz. Der Schmerz ist vorhanden, er ist aktuell präsent und daran wird gearbeitet. Loszulassen von der Identifikation mit dem Geschehenen und was war genau das und sich, wie du sagst, eine weitere Mauer, um diese Zwiebel aufzubauen, um überhaupt an der tatsächlichen Arbeit loslegen zu können. Die passiert im Hier und Jetzt. Ich habe jetzt gerade ein Thema. Was ist es hier und jetzt? Wie kann ich hier in diesem Moment daran arbeiten und da zu starten? Und du machst das jetzt schon seit einer geraumen Zeit und es geht stetig vorwärts. Es ist zum Abschluss zu sagen nochmal bemerkenswert. Vielen Dank für den Mut, dass du den aufbringst, hier auch darüber zu sprechen, das zu teilen und weiter in deine Schritte zu gehen. Und ich bin sehr gespannt auf die nächste, gegebenenfalls gemeinsam begleitete Reise und auch weitere, die noch bei dir folgen werden. Du hast gesagt, es war nicht deine letzte. Vielleicht die allerletzte Abschlussfrage. Was würdest du nächstes Mal anders machen bei dem nächsten begleiteten Trip zum ersten? Also, was ich das nächste Mal wirklich gerne tun würde, ist eine Gruppenreise, weil das letzte Mal mit dir war ich ja alleine. Und ich würde gern beim nächsten Mal mit anderen Leuten trippen, um auch mehr in dieses Thema Verbindung, Verletzlichkeit, eben sich nicht schämen für das, was da gegebenenfalls passiert. Weil das ist bei mir jetzt die Hauptchallenge, aus meiner Isolation im Grunde rauszugehen. Mhm. Weil, dass ich alles selber und alleine kann, das habe ich mir lange genug bewiesen. Das heißt, dass ein Trip alleine wäre bestimmt auch spannend, was dabei rauskommt. Ja? Aber darum geht es halt bei mir nicht mehr. Bei mir geht es jetzt, das sind so die nächsten Themen, wirklich in Verbindung gehen, Verbundenheit nicht nur mit mir, sondern auch mit anderen und in die Verletzlichkeit rein. Und was wäre dann besser als ein Trip, wo man im wahrsten Sinne des Wortes eigentlich die Seelenhosen runterlässt und das, was da dann passiert, Scham befreit und mutig teilen. Ja, das sind so die nächsten Themen bei mir. Weil ja der Hauptgrund auch war damals, dass ich gesagt habe, ich möchte das alleine mit dir machen, war wirklich das, boah, ich kann doch da nicht mein Zeug mit allen anderen, boah, und da wissen die ja das alles und was ist, wenn ich da voll ausraste und die sehen da eine Seite von mir und dann finden die mich scheiße und also dieses ganze Karussell da, das war omnipräsent beim letzten Mal und ich möchte gar nicht von mir behaupten, ich hätte das schon komplett losgelassen, nein, aber jetzt bin ich so weit, dass ich diese Herausforderung bewusst suche und eingehen möchte, das ist der Unterschied. Genau. Schön.
Das lässt sich bewerkstelligen, gar kein Problem. Sofern du irgendwann mal zurückkommst. Ansonsten machst du das in Südamerika oder in anderen Orten der Welt, wo das schon bereits möglich ist. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du wieder hier im Lande sein solltest und wir uns wieder persönlich sehen und dann auch gegebenenfalls Gruppenreisen machen. Da stehen eine Menge an dieses Jahr, je nach weiterem Wave und Lockdown geschuldet, vielleicht nur restriktiv, ansonsten vielleicht nächstes Jahr. Auf jeden Fall wird auch noch eine Menge passieren. Und ja, ich wünsche dir eine geile weitere äußere Reise, genauso wie innere. Vielen Dank, dass du sie überhaupt angetreten bist und weiterhin vorwärts gehst. Und das ist das Einzige, was wir machen müssen. Daily Commitment to ourselves. Und das klingt so banal. Und es ist aber die härteste Aufgabe, sich jeden Tag daran zu erinnern. Jeden Tag. Nicht nur jeden Mittwoch, Donnerstag, Freitag, den Rest nicht jeden Tag. Auch wenn man sich nicht danach fühlt, sich trotzdem daran zu erinnern, dass wir trotzdem diese Arbeit machen, immer mehr und mehr zu uns zu finden. Und die tust du. Und deswegen nochmal Hut ab. Vielen Dank, dass du es machst, weil unausweichlich die Arbeit, die wir mit uns machen, auch direkt Wellen schlägt und andere mit berührt, mit denen wir in Kontakt kommen, somit auch bei dir. Von daher danke für das Kollektiv, auch für deine Arbeit, die du tust. Und natürlich schön zu sehen, wenn es bei dir weitergeht. Und ich freue mich auf die nächsten Berührungspunkte, die wir haben. Mach's ganz gut. Danke, Alex. Auch nochmal super geiles Gespräch hier. Hat Spaß gemacht. Schön, dein Gast gewesen zu sein und gerne wieder. Sehr gut, so machen wir das. Alles klar. Grüß mal die Nepalesen, mein Lieblingsvolk. Mach ich. Mach ich. Sehr Und gerne. die Kids, die im Hintergrund rumgebrüllt haben, da war viel Action bei dir. Genau. Ja, mach ich. Gerne. Gut, alles klar. Mach's gut, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.